Guten Tag, da bist du wieder dabei. Heute sind wir mit Martin Bücki, der immer sehr seriös so aussieht. Martin ist unser Deutschschweizer Sportwagentester und den haben wir heute gefordert, diesen Mazda MPS für uns ein bisschen zu testen. Deswegen sind wir im Berner Oberland gewesen, schönere Kurven gefunden und dass er uns seine Meinung kann geben. Erstens werde ich mal, dass es das erste Mal ist, dass der Martin mit uns etwas macht, wenn er kurz vorstellen. Martin Bücki zu Fortun. Richtig, ja. Also beziehungsweise Uedendorf genau. Jawohl, gesagt, genau. Oder? Und da bist du ein bisschen auf Spezialfahrzeug oder Allgemeinmechanik. Was machst du eher? Ich mache eigentlich allgemein alle Servicen. Das ist nicht vertretungsabhängig. Ich mache auch Rennmotoren und Vorbereitungen von Rennfahrzeugen. Und dort sind wir eigentlich sehr offen in unserer Firma. Und du hast eben auch eine relativ grosse Rennerfahrung mit ein paar Titeln, oder? Richtig, ja. Ich bin jetzt 20 Jahre im Rennsport. Ich fahre eine Schweizer Meisterschaft Bergrennen, Slalom-Rundstreckenrennen. Ich bin momentan nicht so tätig im OPC Challenge. Ich bin dort momentan führend. Und jetzt geht es in die Bergsaison und ich hoffe, dass ich da etwas beifügen kann, so ein schönes, seriöses Auto zu prüfen. Okay, also erstmal die erste Frage. Das ist für dich eben eine neue Erfahrung, den Mazda bist du noch nie gefahren. Was ist dein allgemeiner Eindruck von diesem Fahrzeug? Das Fahrzeug ist sehr, sehr wendig, sportlich. Es ist kein Rennfahrzeug, es ist sehr, wie soll ich sagen, es ist... Es tut leicht untersteuern, zieht dann wieder schön in die Spur. Es ist sehr viel Drehmoment da, die Bremse ist da. Es ist einfach eine Limousine für einen Familienvater, der auch ein bisschen Sportlichkeit hat. Es ist nicht etwas Sportliches, wo man Bergrennen fahren kann oder in einen Bogen zwingen kann. Aber es hat genug Leistung und das Fahrverhalten ist sehr neutral. Es tut auch so wie alle neuen Autos untersteuern. Ist sehr leicht korrekturbar. Man kann ab dem Gas, es ist wieder auf der Spur. Von dem her ist es also sehr, sehr gut, sehr agil, freundlich und sehr guter Durchzug durch das ganze Band. Es gibt nicht einen Ort, wo das Auto Explosion hat und sehr aggressiv wirkt. Es tut von 3000 Touren an, geht es einfach durch das Band weg, gleich bis hoch. Du bist sehr, sehr agil und einfach zu fahren und zu bedienen, was heute nicht mehr selbstverständlich ist. Da haben wir jetzt mal so einen, würde ich sagen, allgemeinen technischen Blick von dir bekommen. Und sonst, du hast ja gesagt, das ist eher ein Familienfahrzeug. Das bedeutet natürlich für den Fahrer, der ein bisschen sportlichen Geschmack hat, ist es trotzdem ein sehr sicheres Fahrzeug, insofern, dass ich dich verstanden habe. Richtig, ja. Es ist sehr sicher vom Radstand her und von der Bremse und vom ganzen Antriebskonzept, vom Allradkonzept her. Und das ESP und das Ganze tut recht spät einsetzen. Es tut auch dem Fahrer sehr viel Freiheit geben. Aber gleichzeitig tut es immer auf der sicheren Bahn haben. Und es ist auch so sehr agil, muss ich sagen. Mal. Jetzt in einem anderen Bereich, so heisst es mehr eben Familienbereich. Wie hast du jetzt also als normaler Fahrer, würde ich sagen, den Wagen im inneren Bereich empfangen? Was sagt dir der Wagen? Der Innenbereich, alles zusammen, die Ausstattung, ist eher auf Wohlfühlen, es ist nicht auf sportlich, es fällt ab im Sitz. Der Sitz hat nicht so eine Seitenhalt wie zum Beispiel ein Recaro-Sitz in einem anderen Auto, aber es ist bequem und für die Geschwindigkeit, die wir auf der Straße ausführen können und dürfen machen, ist es mehr oder nur gut. Und die Bedienungsfreundlichkeit, auch Mittelkonsole, Klimaanlage, zwei Zonen, Klima und alles, ist sehr übersichtlich und muss nicht zuerst noch weiss was dazu lernen, wie was wo bedienen. Und da eigentlich praktisch alles aus dem Navigationssystem serienmäßig ist. Ja, das ist sensationell, wenn man schaut, dass sonst bei vielen Autos alles Zubehör und separat Supplement verrechnet wird, ist hier eigentlich alles sehr kompakt. Und das findet man auch in dieser Preisklasse, sage ich jetzt einmal, fast nicht. Okay, Martin, also für das erste, für unseren ersten gemeinsamen Text danke dir. Merci auch, dass viele andere dazukommen. Dass viele andere noch dazukommen. No. Und wir werden das also in der Zukunft zusammen schauen. Das wäre lieb. Merci vielmals. Merci.